Mein Name ist Klaus Poggenpohl, ich bin Pressesprecher der Feuerwehr Niederkassel und hier einer der Gruppenführer bei dem Einsatz in Niederkassel. Wir sind um 22.43 Uhr alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Vor Ort stellte sich die Lage dann so dar, dass ein Pkw aus der Weidenstraße kam und ein Fahrzeug aus Richtung Reit mit dem anderen Fahrzeug kollidiert ist. Beide Personen sind ins Krankenhaus gefahren worden und wir sind jetzt aktuell mit 50 Leuten beschäftigt, die Unfallschäden zu beseitigen, haben, nachdem wir die Versorgung der Patienten sichergestellt haben, den Brandschutz sichergestellt und sind jetzt dann mit Aufräumarbeiten beschäftigt, die sich sicherlich noch ganz lange hinziehen werden. Wir warten auf die Abschleppwagen, dann kommt die Spurenaufnahme durch die Polizei und dann beenden wir hier letztendlich die Maßnahmen. Also eine Person war eingeklemmt und musste befreit werden? Genau, wir haben die Person aus dem hinter mir stehenden Skoda Kodiaq mit hydraulischem Rettungsgerät befreien müssen. Der war eingeklemmt und der Ansprechbar eingeklemmt und der Fahrer des Fiestas hier auf dem Tankstellengelände war auch ansprechbar, aber verletzt und geschockt.